Servus, Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule, Challenge Kalender Woche 37 läuft. Wir sind unterwegs mit Vito Vertibo vom Clan SHW im M46 Patton Stufe 9 Medium der US-Amerikaner. Klasse Turm, gute Beweglichkeit und eine überdurchschnittliche Kanone spielen hier in die Karten dieses geilen Fahrzeugs. Wir schauen mal, was wir da zu bieten haben. Eine 105 mm Kanone, 218 Durchschlag bei 390 Schaden. Klingt jetzt nicht so besonders viel, aber auf Premium sind es 265 Durchschlag bei 390 Schaden und auf HE 53 Durchschlag bei 480 Schaden. Also tatsächlich gibt es Panzer auf Stufe 9, Medium Panzer, die auf Standardmunition mehr Durchschlag haben als wir hier auf Premium. Von daher ist die Kanone, sagen wir mal, nicht unbedingt zeitgemäß, aber wenn man genau zielt, reicht das aus und Vito Vertibo ist einer, der kann das, ja. Das ist ein Könner. Das ist ein Bringer. Und dann schauen wir uns mal an, was im Gegnerteam wartet. 50 DP in Kopfwehrer und E75. So das schwere Gedöns, was wahrscheinlich in die Stadt fahren wird. Ein IS-3A FCM 50 Tonnen. Also, wir treffen als 9er Panzer auf 9er und 8er. Plus 1 Matchmaking, absolut was, womit man leben kann. Hier machen wir ein bisschen größer. So, gelandet sind wir auf Erlenberg. Und wir geben jetzt hier hoffentlich unser Bestes. Gannebrechen ist genügend da. Der Turm hält einiges aus. Ich hoffe, dass wir das hier gleich ein bisschen sehen werden. Jawohl, FCM 50 Tonnen. Müsste eigentlich wissen, dass er da am Turm recht weich ist. Und einfach Schaden 390 ist schon geil. Das ist schon eine richtig geile Ansage. In der Stadt geht es inzwischen zur Sache, so wie ich es mir bereits gedacht habe. Diverse schwere Panzerchens. Und auch der ein oder andere TD haben es dahin geschafft. Jawohl. TS5, die Seite, bringt uns natürlich sofort in Versuchung, da mal ein bisschen Munition reinzupumpen. Steht 0 zu 3. Also die Stadt scheinen wir irgendwie nicht in den Griff zu kriegen. Die werden wir wohl verlieren, so wie es aussieht. Da kommt nichts. Pantera, ein HWK, ein FCM 50 Tonnen. Da ist einiges, was unten lang kommt. Objekt 430 kann da wunderbar die 1er Linie halten. Aber ich würde mich halt nicht auf ewig drauf verlassen. Zumal der, wenn ich mal full, doch ist noch full life, okay. Ah! Wie oft rückt einem schon einer auf die, direkt auf die Pelle? Fährt einem seitlich vors Rohr und dann kommt man nicht mal durch. Verdammte Axt. Nein, kommt nicht der nächste. Superkong wäre das hinten auf der anderen Seite vom Fluss. HWK, Skorpion G, hoppala. Skorpion G gibt uns 509, wir reichen 384 zurück, haben aber den besseren Reload. Da haben wir den HWK 12. Jetzt muss Objekt 430 ein bisschen aktiver werden. Oh, jetzt machen wir eine Bredouille hier. Der einzige, der noch da dazwischen steht, ist der 50 TP Prototyp. Bevor es ja wirklich eng wird. HWK ist ein Problem, weil der genau in die Seite flacken kann. Schießt daneben. 0 zu 5 sieht nicht so gut aus. Haben uns auch schon 2264 Schaden gemacht, aber... Aktuell ist ja noch keiner rausgegangen. Jetzt haben wir unseren ersten Kill geholt mit 361 Schaden am HWK 12. Ja, schön, wenn sich der Pole hier ein bisschen zurückziehen würde. Guck, guck. Der war unnötig. Zumal wir nicht zurückgeschossen haben, so richtig. Da ist er raus. So. 4 zu 6, wir waren ein bisschen zu voreilig. Pantera ist immer noch am Leben auf der rechten Seite. Wird sich die Objekt 430 und der 50 DP Prototyp holen? Denke ich zumindest. Da ist er. 5 zu 6, das sah aber vorher schon schlechter aus. Ist schon ein bisschen besser geworden. So. E75 scheint, als wollen wir hier direkt in die Stadt, um ein bisschen aufzuräumen.
Genauer gesagt, um wegzuräumen, was er noch übrig ist. Ist ja noch ein bisschen was. Von ganz rechts ranfahren. Um den Gegner mehr oder weniger einzukesseln. Jawohl, sehr schön. T55A kommt da zurück. Den können wir auf jeden Fall in die Seite flacken. Rechts. Okay, dann links. Ah, in die Mauer. Das muss doch nicht sein. Ja, ein bisschen die Orientierung verloren, habe ich das Gefühl. Links ist ein super, ist ein Conqueror. Hinter der Mauer. 7:6. Damit ist das Spiel mal komplett gedreht. Tschüssikowski, 50 TP Prototyp. Für uns Skill Nummer 3. Wir haben schon angewiesen, dass man dem Objekt 430 zu folgen hat. Machen wir das? Ja, wir fahren hinterher. Wunderbar. Teamwork quasi. Oh oh. Ja, das habe ich geahnt. Das habe ich geahnt. Die Seite hier gehört auf jeden Fall uns. Bis auf die Artillerie, alle Panzer hier direkt offen und im Gefecht. Okay, Badger 25 Tonnen da oben auf der 8er 900 Linie. Aktuell nicht zu sehen. Da ist die Arti. Wie frech. Und wir können nicht reparieren. Da fährt ein Super Conqueror gerade seinen fetten Arsch weg und wir können nicht reparieren, um ihm weh zu tun. Wunderbar, 396 Schaden am Conqueror. Kriegt gleich die nächste rein. Wunderbar. So muss das sein. Objekt 430 will hinten die Artillerie jagen. T55A nimmt die Verfolgung auf. Und da ist der T28 Brot. Geschichte, Kill Nummer 4. 3764 Schaden ausgeteilt. Immer mal wieder ein paar Löcher. Also wenn man hier mal ein Video über Schusskanäle macht, kann das glaube ich eine Stunde lang gehen, bevor man hier alle Schusskanäle offen hat. Das ist wirklich interessant. Die Karte macht da, wenn jemand so ein bisschen hinterhältig spielen möchte, und da gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, macht die Karte unheimlich viel Spaß. Ist wirklich so. So. 50 TP sind wir noch losgeworden. Artillerie ist da hinten. Wird sich der LP-432 holen? Wie es aussieht? Ne, holt er sich nicht. Holt wir uns. Gib ihm. Wunderbar. Kill Nummer 5, vielleicht kriegen wir noch einen hin, dann haben wir den Krieger. Ne. Da ist er. Da. Wunderbar. 341 HP haben wir ihm noch übrig gelassen. Wäre für uns One-Shot. Da kommt die Badger 25 Tonnen. Die nervt. Aber die ist eben auch One-Shot. Ha! Krieger. Wunderbar. 4563 Schaden ausgeteilt. 240 geblockt. Hätte gern ein bisschen mehr gesehen von der Panzerung, aber leider gab es da nichts mehr zu sehen. Das ist schade. Mit Premium wird da auch der letzte rausgeklickt. 4904 Schaden ausgeteilt. 654 aufgeklärt. Wir gucken mal, was die Auswertung dazu sagt. Fein gemacht auf jeden Fall. Gibt es von mir auf der rechten Seite eine Top Gun und ein High Kaliber 27 von diesen Anleihen für zwei von diesen Medaillen. Eine ganze Menge Gedöns und natürlich gibt es auch ein M dafür. Das ist klar. 1396 Basics B geholt und mit 7 Kills ein richtig geiles Spiel abgeliefert, fast die Hälfte umgekillt. Das ist schon mal fein. So, 42.000 machen wir miese, denn wir haben recht viel Premium-Munition geschossen und auch für Konsumgüter 23.000 ausgegeben. Das war teuer, das kommt halt vor, so ist das. Ne? Ganz wenig Schaden über 300 Meter, nämlich 262, das war nur ein einziger Schuss. Und ansonsten etwa 2,5 Kilometer auf die Kette gebracht, das Ganze in 8 Minuten. Eine klasse Runde, du auf jeden Fall mit deinen 7 Kills, mit deinem ganzen Schaden ausschlaggebend dafür, dass das Team hier gewonnen hat, hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank fürs Einsenden, falls es euch gefallen hat, Leute, wie immer, fleißig draufklicken, Like da lassen und natürlich ein Abo für meinen Kanal, ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und bleibt bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut. Ciao.